und mir dachte, bah, schnell Hände waschen. Ich habe dir die Hand gegeben. Mein Mann ist etwas tollpatschig, vergisst den Geburtsantrag, war Standard, aber guter Kerl. Das ist doch die Hauptsache. Ich vergesse auch Geburtstage. Ich bin dort psychisch krank geworden. Und du kannst nicht irgendwo zurück, wo du krank geworden bist, weil dann bist du wieder krank. Niemals. Wo dich Leute behandeln wie ein Mensch zweiter Klasse, weil du noch keinen Schwanz hast. Weißt du? Nee. 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 Und ich weiß ja, wie Frauen behandelt werden, die, also ich meine, ich habe selber mehrere Cousinen und Tanten, die über 40 noch unverheiratet sind, und ich weiß, wie über die gesprochen wird. Und die werden dann auch so, also ich meine, und was meint ihr denn, ne? Du bist einfach ein Mensch zweiter Klasse, wenn du noch nicht geheiratet hast und schon über 30 bist. Ein Mensch zweiter Klasse. Und alle Frauen behandeln dich so wie Mädchen, nicht wie eine vollwertige Frau. Deren Daseinsberechtigung existiert nur durch einen Mann. Also das alleine ist schon crazy. Stell dir vor, ich wäre jetzt unverheiratet doch bei meinen Eltern. Mit über 30 noch am Wohnen. Ich wäre jetzt auch alleine mit denen. Mein Bruder ist ja auch rausgezogen. Oh mein Gott, stell dir mal vor, ey. Oder mein Bruder hat ja geheiratet, der eine Zeit lang mit seiner Frau oben drüber gewohnt. Dann wäre ich die unverheiratete Schwester und dann wäre ich in so einem Klischee verfallen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Voll viele, die Brüder haben und geheiratet haben und so ein Stockwerk drüber wohnen und du als Schwester noch nicht geheiratet hast, werden immer als die böse, gehässige, unverheiratete, ungefickte Schwester dargestellt. Boah, ich bin so froh, dass ich das dem entkommen konnte, ey. Oh mein Gott. Du wirst einem Klischee ausgesetzt und du kannst nichts dagegen tun. Das ist das Schlimmste, wenn du keine Kontrolle über das alles hast. Eben, es findet leider nicht jeder einen Partner. Und ich denke, geht davon aus, dass man... Und ich finde das auch so hart. Ich finde das auch so hart, wenn man darauf reduziert wird. So, ich denke, jede Frau möchte einen Partner haben oder eine Partnerin. Weißt du? Ja, oder als Putze. Oh mein Gott. Und dann müsste ich mir noch vor meinen Eltern anhören, geh doch mit deiner Schwägerin spazieren, geh doch raus. Sanki Eomasnimene. Das war ja auch meiner anderen Schwester auch so. Kaum hat sie geheiratet, hat meine Mutter so getan, als wäre sie meine große Schwester und als müsste ich mich jetzt um sie kümmern. So ein auf den so. Du musst sie besuchen kommen. Du musst das machen, du musst dies machen. Ich muss einen Scheißdreck, ey. Auf einmal war man unter ihren Füßen, weil sie ja geheiratet hat. Und jetzt bin ich ja... Also, man hat mich behandelt, als wäre ich das kleine Kind. Und als müsste ich meine Schwester jetzt im Haushalt helfen. Und als müsste ich jetzt... ach, das war so übel, ne? Das war so ein Film. Also, so richtig gedemütigt habe ich mich gefühlt, ey. Gott sei Dank muss ich das nicht erleben mehr. Gott sei Dank. Eigentlich haben die mir einen Gefallen getan. Hätten sie das nicht in der Corona-Zeit getan,
und ein bisschen fairer behandelt, wäre ich mit Herz. Ja, wäre das alles anders gelaufen, wäre es natürlich besser. Schrecklich, ich sag's euch. Ja. Ich habe immer noch Sodbrennen, ja. Ich muss gleich sofort zur Apotheke. Also einige Menschen sind für mich tatsächlich gestorben. Also es ist mir egal, was mit denen passiert tatsächlich. Einige Menschen. Und das Schlimme ist, dass du im Nachhinein, wenn du erstmal aus diesem Konstrukt raus bist, fängst du ja auch erst zu realisieren an, ne? Und erst im Nachhinein ist mir so eingefallen, boah, da lief ja wirklich alles schief, ne? Und das Schlimme ist, diese Menschen sehen das nicht mal ein, so dass sie falsch gemacht haben. Ich habe keine Angst um mein Leben. Das Ganze ist jetzt auch über 3 Jahre her. Ne? Ihr dürft die Zeit nicht vergessen. Da ist sehr viel Zeit vergangen, also nein. Ich habe Sodbrennen. Ich kann gerade nicht. Weiß ich nicht. Also Versöhnung. Pff. Nur damit die in Ruhe sterben können. Weiß ich nicht. Also wenn, dann wird es einfach nur so ein Versöhnung, weil weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann auch ohne eine Versöhnung leben, weil das Thema ist für mich schon durch. Ich rede nur gern drüber, weil ich irgendwo auch eine Message an euch geben kann. Und zwar, behandelt eure Mitmenschen einfach gut. Und eure liebsten Menschen, meine ich. Weil danach ist es zu spät. Ihr könnt das nicht mehr. Worte, die gesagt worden sind, kann man nicht mehr zurücknehmen. Nicht mehr. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr eure Mitmenschen gut behandelt, eure Familienmitglieder gut behandelt. Weil ich bin ein gutes Paradebeispiel dafür, dass alles scheiße gelaufen ist. Und das kann man nicht mehr gerade biegen, denn alles liegt in Schutt und Asche. Aber halb so wild, wir leben ja immer noch. Nur die Scherben kannst du danach nicht mehr aufsammeln. Das ist meine Message an euch. Weil du kannst Gesagtes nicht mehr zurücknehmen. Das ist halt wirklich so. Weil das, was passiert ist bei mir, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich habe ein Trauma erlitten und das habe ich immer noch. Mein Urvertrauen wurde getriggert. Mein Illusion zu Männern wurde zerstört. Auch durch meinen Ex-Freund. Also nicht nur er war ein Teil meiner Geschichte, sondern auch meine Familie, die danach ganz, ganz falsch reagiert haben. Genau, das war schon der Grund für mein Exil. Der Tropfen auf dem heißen Stein, sag ich jetzt mal. Ja, ich versuche zumindest euch klar zu machen,
dass man auch ohne Eltern existieren kann. Dass man mal eingeredet wird, dass einem immer eingeredet wird, du bist ohne Familie nix. Doch, ich heiße Yasemin. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich habe Freunde. Und ich lebe. Und das ohne Familie. Seit fast 4 Jahren lebe ich ohne meine Familie. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch ich. Oder seht ihr mich irgendwo draußen auf der Straße mit einer Nadel im Arm? Oder seht ihr mich irgendwo auf dem Strich? Es muss nicht immer alles so laufen, dass die Frau am Ende ihren Arsch verkaufen muss. Weil das ist das Denkmuster von Patriarchat. Dass die Frau ohne Mann und ohne Familie nicht kann. Also bei mir läuft alles super. Ich schwöre, ich habe in unter einem Jahr eine Wohnung gefunden und habe mir das alles selber erarbeitet und das könnt ihr alle auch. Ohne ein Wissen. Ich hatte keinen Vorsprung, ich hatte kein Privileg, nichts.